Hi, Uwe hier. Ja, herzlich willkommen auf meiner nächsten Tour. Ich befinde mich hier in Genshagen, am Genshagener Schloss. Und heute geht es hier ca. 13 Kilometer mehr oder weniger durch Wiesen und Felder. Mal schauen, vielleicht ein bisschen Wälder auch mit bei sind. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mitkommen. Wieder eine kleine schöne Wanderung in der Natur. Frühlingshaft, die Sonne scheint zumindest, aber es ist noch ziemlich frisch. Aber die Vögel zwitschern und es wird auch schon alles viel grüner und Blüten auf den Wiesen hier. Also sieht schon ganz schön aus. Also dann viel Spaß. Ja, das Genshagener Schloss sieht doch schön aus. Erneuert 1910 und dann steht doch nochmal erneut 2003. Wahrscheinlich es ist da renoviert worden, 2003. Ja, gucke ich ja noch ein bisschen auf den Park oder durch den Park. Es ist noch früh am Morgen, ich habe noch viel Zeit. Und die andere Seite vom Schloss, scheint die Sonne auf. Und das ist hier der Park. Ah, hier noch ein kleiner Teich in dem Park. Und da über diese Brücke muss ich wahrscheinlich dann weiter nach links auf meine Tour. Mal sehen, wie ich da hinkomme. Da scheint ein Weg hinzugehen. Ja, ein schöner Park mit riesigen alten Bäumen teilweise hier drin. Richtig schön. Und am Morgen hier absolute Stille. Bis auf das Vogelkonzert, aber das mag ich ja. So, jetzt gehen wir da über diese kleine Brücke. Ja, eigentlich geht meine Runde da hinten weiter, aber da weiß ich noch nicht, wie ich da hinkommen soll. Muss ich wahrscheinlich hier den Park irgendwie verlassen und dann, damit ich da in die andere Richtung komme. Naja, ich gehe mal zurück, den Park hier bis ganz vor und dann vielleicht sehe ich ja was. Ah, hier scheint es weiter zu gehen über diese Brücke hier. Mal schauen, wo ich da hinkomme. Eigentlich muss ich hier vor und dann irgendwie da links. Ja, mal sehen. Also hier ist noch mehr Wasser, noch ein größerer Teich hier in diesem Park. Und wenn ich schon mal hier bin, zeige ich ihn euch da. Ich komme eh noch nicht raus hier irgendwie. Ja, die Richtung wüsste ich eigentlich, aber da kommt noch ein kleiner Drahtzaun und viel Gestrüpp. Und dann gehe ich hier vor. Ja, das kleine Blösswund da unten macht klar. Ich habe einen Ausgang gefunden, wie es aussieht. Und da komme ich auf die Straße, die dahinter zu diesem Gestüt führt. Und dann kann ich hier vor in meine Richtung, wo ich hin will. Schauen wir mal, ob es so kommt. Ja, ringsherum Zäune hier um den Park, ist klar, da kann man nicht überall rein und raus. Ich hoffe hier, na, sieht auch verschlossen aus. Jo, hier komme ich auch nicht raus. Das heißt, ich muss jetzt ganz wieder zurück.
Das ist ja doof. Jupp, hier ist verschlossen. Okay, dann gehe ich wieder zum Eingang. Ja, schön hier die Tulpen und Narzissen teilweise. Und an den Bäumen blüht auch alles. Wunderbar. So, wie gesagt, ich muss noch davor die Straße wieder zurück. Und dann geht es links rein. Das Schloss war hier bloß eine Zugabe. Der Wanderweg führt eigentlich außerhalb lang an dem Schloss vorbei. Na gut, dann gehen wir mal davor. Ist ja nicht weit. Ja, ein paar Pferdchen auf der Weide hier vom Gestüt. Und hier ist das Tor, wo ich vorher nicht rausgekommen bin. Und jetzt geht's hier weiter auf den Weg oder auf der Straße erstmal ein Stück hoch und dann links rum. So, jetzt bin ich endlich auf meinen richtigen Wanderweg angekommen hier. Links ist quasi das Gelände von dem Schloss und ich muss hier in die Richtung und komme dann irgendwann mal da wieder zurück. Also eine richtig schöne Runde, circa 13 Kilometer. Ja, dann sind wir erstmal auf dem richtigen Weg. Also folgt mir unauffällig. Ja, ich habe mal kurz die Mini hochgelassen, damit ich mal das Schloss von der Ferne zwar, aber von oben mal anschauen konnte und euch zeigen kann. Na, ist ein bisschen weit weg gewesen und ich musste auch schnell wieder runter hier, weil hier ein Trecker lang wollte auf der Straße. Und da habe ich wieder abgebrochen und jetzt geht es erstmal weiter. Vielleicht finde ich noch eine Stelle, wo es mal hoch kann. So, von da bin ich gekommen. Jetzt gehe ich hier über diese Riesenwiese hier. Und da sind wieder Pferde von dem Gestüt auf einer Koppel. Da gehe ich dann noch dran vorbei. Na ja. Ja, das ist heute das Thema der Wanderung, wie es aussieht. Wiesen, Wiesen, Wiesen. Und wenig Leute, also ich habe zwar jetzt getroffen hier mit ihren Hunden aus Genshagen, aber kaum was los hier am Sonntag. Aber man sieht schon, es ist wirklich schön, wie grün das jetzt geworden ist in den letzten Tagen. Einfach herrlich. Wurde ja auch Zeit. Ich hasse diese ewig langen grauen Winter in Deutschland oder überhaupt. So, okay. Wahrscheinlich geht es da durch. Und kaum habe ich es gesagt, mit den Wiesen geht es auch ein bisschen in den Wald hinein. Da kommt eine schöne große Buche. Schön. Ja, schöne große. Mit irgendeinem Nistkasten. Für irgendeinen Vogel. Ja. Ja, hat schon ein paar Jährchen.
unbewohnt. Oh, da vorne kommt auch ein Riesenbaum. Oh. Könnte eine Eiche sein. Ich zeige ihn euch dann. Ne, das ist was anderes. Täuscht ein bisschen von der Größe her. Aber unten sieht er ganz schön umfangreich aus. Könnte eine Linde sein. Da sind schon Blätter dran, ja. Eine Linde. Und das ist ja schön, dass es jetzt hier doch ein bisschen durch den Wald geht. Das wollte nicht. Das sah auf meinen guten Plan gar nicht so aus. Ja, stehen auch teilweise Schilder an den Bäumen, was es für ein Baum ist. Jetzt komme ich hier auf eine Stieleiche zu. Was ist der hier? Ja. Eichen kommen immer spät mit, da sind schon ein paar Knospen, ja, ganz kleine Blättchen sind dran. Stieleiche. Sommereiche. Bis 40 Meter hoher Baum. Ja, und ein kleines Gewässer da. Ja, den Baum kenne ich auch. Den erkennt man an den Blättern schön. Eine Kastanie. Und da ist schon grün oben. Das ging ja schnell. Wow. Bin ich überrascht. Ja, ich war jetzt 14 Tage nicht mehr unterwegs. Und da hat sich viel getan. In der kurzen Zeit. Aber immer noch schön frisch heute. Hier im Schatten sowieso. Ah ja. Schön hier. Zipzap. Oder wie der Vogel heißt. Den man hier so manchmal hört. Zipzap, zipzap. Jo. Und überall verhilft und zwitschert. Lerche. Also ab und zu sieht man noch die Schilder. So, wenn ich mich alles täuscht, ist das hier das Buschwindröschen. Aber ich kann ja mal in meiner App gucken. Ich glaube, das stimmt sogar. Habe ich schon mal gesehen. Hier blüht ja schon so einiges heute. Und wieder Bäume. Ah, das ist eine Eiche da oben kommen. Langsam die Blättchen raus. Steht sogar ein Schild dran, naja. Ach, wieder eine Stieleiche, okay. Ja, finde ich ganz lehrreich, solche Schilder unterwegs. Ja, alles kennt man ja doch nicht. Ich warte noch drauf, dass sie die
Ich will da auch bei den Pilzen hinstellen. Aber die Pilze sind leider zu schnell weg wieder. Und da kenne ich mich überhaupt nicht aus mit Pilzen. Bis auf diesen riesen Schirmling da, den man so als Schnitzel panieren kann, traue ich mir da nicht zu. Muss ja auch nicht sein. Ich sehe gerade, ich bin mal wieder auf dem Fontana-Wanderweg oder auf einem der Fontana-Wanderwege. Wo war der nicht? Ja, die letzten Tage war ich auch ganz schön erkältet. War ich ein paar Tage zu Hause. Heute quasi, naja, der erste Tag, wo es mir wieder nahezu 90% gut geht. Außerdem habe ich ja immer zu dieser Jahreszeit auch eine Pollenallergie. Das überschneidet sich dann immer mit so einer Erkältung. Also das ist immer schwierig auseinanderzuhalten. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Man kann wieder die Natur. Herrlich. Ah, wirklich schön, der Wald gefällt mir hier. Mischwald. Eine Lerche. Ja. Und das frische Laub leuchtet im Licht der Sonne. Und Genshagen ist gar nicht so weit weg von Berlin, also man ist schnell hier in der Ecke. Und wirklich schöne Natur, gefällt mir. Auch die Wege, es war ja ein breiter Wald- oder Forstweg, aber läuft sich ganz gut. Hier steht wieder was. Eine Sandbirke. Könnte ich nicht unterscheiden. Ja, vielleicht eine andere Farbe, ein bisschen. Nicht so gefleckt. So, jetzt bin ich wieder auf einem anderen Weg. In die Richtung hier. Und mein GPS hat heute ein bisschen Macken, muss ich sagen, hier. Oder der Weg ist nicht richtig eingezeichnet. Naja, ich werde mich schon irgendwie hin. Oh, schön hier. Auch die Birken haben schon langsam Laub hier, die Jungen. Herrlich hier. Wie das in der Sonne so leuchtet alles. Weiß nicht, ob das auf dem Video so rüberkommt. Sehr schön. Kurze Pause bei der Bank hier. Da kommen die ersten Wolken da oben. Haut ab. So. Jetzt mache ich mal kurz ein Päuschen machen hier. Wieder kein Kaffee mit. Ich bin eine echte Schlampe. Aber wenn ich die Drohne mitschleppe und dann noch die Thermoskanne, dann wird schon langsam zu viel im Rucksack. Oder zu schwer. So, teure Käsestange hier aus der Tankstelle mir geholt. Die Preise sind ja da auch erschreckend.
Aber egal. Bis gleich. Ja, wie ihr vielleicht bemerkt habt, filme ich schon wieder mit was anderem. Und zwar ist das doch die GoPro geworden, die GoPro 11. Mein Film mit dem Handy und diesem DJI Gimbal fand ich nicht so berauschend. Der Gimbal, wenn man den irgendwo hingestellt hat und Wind ist raufgekommen, dann hat der Motor da angefangen zu kämpfen und dann ist er irgendwann abgestürzt. Und ja, das ging immer hin und her bei meinen letzten Touren. Deswegen habe ich, und außerdem ständig diesen Gimbal in der Hand mit diesem relativ großen Handy vorne dran, fand ich ein bisschen anstrengend. Man könnte den zweimal wieder auseinanderbauen und irgendwie in den Rucksack stecken und beim nächsten Film wieder zusammenstecken. Aber ich will lieber so ein transportables System haben, was man eben auch unter Hand behalten kann beim Wandern. Und deswegen die GoPro 11 mit diesem Zusatzstativ, wo auch ein Akku verbaut ist. Und von DJI so ein Mikrofon, das habe ich gebraucht bekommen, das war relativ preiswert, nur der Empfänger und ein Sender. Ja, und ja, jetzt habe ich dieses gute GoPro und ich hoffe, damit ein paar Jahre auskommen zu können. Werden wir sehen, vielleicht kommt ja wieder was super Neues raus. Osmo Pocket 2 hatte ich ja mal, die habe ich ja bei einer Wanderung zerschlagen, da an so einem Felsen. Die fand ich auch sehr gut mit diesem eingebauten Gimbal. Aber da war die Batterie auch im Null runter. Und bei dem Teil hier, das hält den ganzen Tag wahrscheinlich. Da brauche ich nicht mal nachzuladen oder so. Einfach anschließend an diesen Stativ da mit diesem Akku verbaut, wo der Akku verbaut ist. Und das hält dann wirklich stundenlang. Ja, dann denke ich mal, das wird die nächsten Jahre reichen für mich, für meine Ansprüche und auch für eure, keine Ahnung. Die Aufnahmen wären, das ist heute auch der erste große Test für mich. Und ja, Mikrofon macht seinen Job, also bin ich sehr zufrieden. Gut, dann geht's gleich weiter. Ich trinke noch einen Schluck und dann davor wieder rechts rein in den Wald und weiter geht's. So, komme ich wieder auf eine Wiese, noch ein Stück vor und dann links rum irgendwie. Und da oben ist eine Bahntrasse, die läuft da lang. Was für eine Strecke, weiß ich natürlich nicht. So, ein Stück vor noch. Ja, hier im Freien, da merkt man schon die Sonne ein bisschen. Aber im Wald ist es doch ein schön schattig und kühl. Ja, viele tote Bäume hier auch. Auf dieser Wiese oder so. Ich habe vorhin ein paar Schilder gesehen, diesen Prozessionsspinner. Gibt es hier wohl Probleme? So, gab es so ein paar Absperrungen da an den Wegen. Ob das damit zusammenhängt hier, keine Ahnung. Ja, ziemlich viel totes Holz hier. Gerade. Oder noch die Trockenheit. Oder Borkenkäfer, alles möglich. Ich weiß nicht, was das für Pappeln oder so. Das ist die Uhr erwischt. Na gut. So ist es halt in der Natur. Na, hier sieht man die Spuren von den Insekten, wie die hier lang krabbeln, unter der Rinde und alles wegfressen. Und irgendwann kommt das hier alles runter. Und der Baum ist tot.
zum Gedenken an die Opfer und Retter des Zugunglücks Genshagener Heide. An dieser Stelle fuhr am 31.10.1982 ein Güterzug auf einen vollbesetzten Personenzug auf. 8 Personen starben bei dem Unglück, über 50 Personen wurden teils schwer verletzt. Es handelt sich um eines der schwersten Zugunglücke der 80er Jahre in der ehemaligen DDR. Unfallursache war menschliches Versagen. Ja, wusste ich gar nicht, dass das hier war, an dieser Stelle. Da sieht man die Eisenbahnbrücke. Ein Foto davon. Und von der Feuerwehr. Am 31.10.2022 also am 31.10.2022 anlässlich des 40. Jahrestags des Zugunglücks aufgestellt, diese Stele hier. Tja, schlimm sowas, ja. Kann ich mich noch daran erinnern, wie es in den Nachrichten kam damals. Wieder eine große Wiese. Und jetzt geht es hier ein bisschen auf den Asphaltweg weiter. Also der Weg ist schön abwechslungsreich. Mal Wiesen und Felder, dann wieder Wälder und jetzt so durch so eine Pappelallee hier lang und rechts so ein bisschen Schilf und dahinter wieder die Wiese. Na, vielleicht lasse ich noch mein Mini noch mal hoch hier. Noch ein Stück vor. So, und da drüben, aus diesem Wäldchen bin ich vorhin gekommen. Jetzt geht es hier weiter, wieder über Wiesen, so ein Betonweg weiter. Schön, das Wetter hält sich, wunderbar. Noch dieser Bahndamm geht da oben lang. Noch so eine Pappelallee. Fließt hier lang. Und ich muss dann rechts rum, wahrscheinlich da, wo die Pappeln sind. So, da hinten bin ich gekommen und jetzt geht es hier wieder in die Richtung, unter diesen Pappeln entlang. Habe ich jetzt hier 10,22 km habe ich, 5,4 bis zum Ziel. Naja, bin ja heute ein bisschen mehr rumgeirrt, auch da bei dem Schloss und so weiter, ehe ich da wieder rausgefunden hatte. Das waren bestimmt Kilometer zusätzlich noch. Naja, bis jetzt geht's noch.
Aber diese Betonstraßen laufen sich natürlich nicht so optimal. Ja. Da sind auch wieder Rehe zu sehen. Kann ich nur mit dem Handy aufnehmen. Zu so weit weg. Zum Glück habe ich auch noch mein Handy mit für solche Aufnahmen, wo man ein bisschen heranzoomen kann. Da ist das optimal. Natürlich der Ton dann wahrscheinlich schön verrauscht gewesen jetzt, aber egal. Die Aufnahmen von den Rehen habe ich zumindest drin. Ja, da streckt sich ja auf diesen Betonstraßen ganz schön, aber über diese weiten Flächen. Zum Glück ist es noch nicht ganz so heiß, die Sonne. Da hält man das schon aus. Ab und zu kommt ja auch Schatten hier von den Bäumen. Ja, sind keine Pappeln, irgendwas anderes. Oh, mein Mittagbrot nachher zu Hause habe ich mir verdient. Das ist halt schön. Die Wanderung. Ah, hier wieder weiße Blüten ohne Ende. Riecht auch duftet. Nur ein bisschen. Oh, ganz schön windig heute. Ich hoffe, der Windpuschel hält das meiste ab hier, wenn ich was sage. Oh. Weiter. Irgendwo da hinten ist wahrscheinlich Genshagen, wo ich wieder hin muss. Nein, noch ein Stück. 4-5 Kilometer etwa noch. Und dann habe ich es geschafft. So, noch ein kleines Päuschen. Die Bank kam jetzt wie gerufen. Oh. Ja, diese Betonplatten, das schlaucht ein bisschen beim Laufen. Diese Waldwege vorhin waren sehr schön. Naja, ich merke das immer in meinen Fußgelenken und Kniegelenken und so weiter, dass das nicht ganz so weich ist, der Untergrund. Und da knickt man auch schneller um. Ja, noch ein kleines Päuschen, wie gesagt, und dann die letzten Kilometer. Jetzt haben wir es ja 11:45. Noch 3,89 Kilometer bis zum Ziel. Naja, nicht ganz so weit steht, glaube ich, mein Auto. Na, werde ich sehen. Ah ja. Ja, das ist der Ausblick hier. Von meinem Pausenplätzchen. Und die Fliese gehen ja immer unterirdisch weiter, wie es aussieht. Und dann fangen sie wieder an. Laufen ein Stück. Da kommt wieder so eine Art Brücke zum Feld rüber. Schöne Ecke hier. Man kann schön weit sehen. Na ja, ein bisschen verschnaufen, dann mache ich die restlichen Kilometer. Endlose Weiden. Wo noch nie zuvor ein Mensch gewesen ist. Oh je. Streckt sich hier. Diesen Betonpisten. Puh. Ah. Ganz weit da hinten stehe ich wieder hier.
Kraniche höre ich auch im Hintergrund. Ja, ist mal was anderes, diese Tour hier. Viel über diese freie Flächen, freien Wiesen hier. Aber auf Betonwegen, na gut. Da gibt es schönere Wege. Und zu guter Letzt hier noch ein schöner Anglersee, wie man sehen kann. So, 14,53 habe ich weg. 1,19 bis zum Ziel. Das ist ja noch die Straße hier runter. Dann komme ich wieder an das Gestüt, wo ich heute früh vorbeigegangen bin. Und dann, da steht ja auch mein Auto um die Ecke. Und dann habe ich es geschafft. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mich wieder bei meiner Tour hier zu begleiten. War sehr abwechslungsreich. Allerdings, ja, diese Betonstraßen haben überwiegt. Das war natürlich ein bisschen für meine Armknöchelchen und Knochen ein bisschen belastend, aber egal. Muss ich durch. Nächste Tour suche ich mir wieder eine schöne Waldfahrt aus. Aber manchmal weiß man ja nicht, was kommt. Ja, dann, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich über Likes und Kommentare und Abos, wie ihr möchtet wieder. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, hoffentlich gesund und munter wieder. Also dann, tschüss, euer Uwe.